Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal wieder um ein Reaction-Video und zwar zu Fake-Institut, wie die Anti-Klimaschutz-Lobby euch verarscht. Ein etwa ein Jahr altes Video von Reporter. Das ist ein YouTube-Kanal, der zum Funk-Netzwerk gehört. Das sind so die jungen Kanäle aus den Öffentlich-Rechtlichen, die also viele, viele Follow-Me-Reports machen. Ich glaube, ein anderer YouTube-Kanal heißt wirklich Follow-Me-Reports. Also dort gehen halt die Reporter rum und herum und schauen sich Sachverhalte an, interviewen Leute und so. So, und hier gab es also vor einem guten Jahr, schon etwas länger her, also einen kurzen Beitrag über EIKE. EIKE ist dieses gerade genannte Fake-Institut. Auf dem Wikipedia-Artikel zu EIKE wird man auch schon relativ schnell schlau. Das Europäische Institut für Klima und Energie e.V. ist ein eingetragener Verein, der den wissenschaftlichen Konsens über die menschengemachte globale Erwärmung leugnet. Der Verein sieht seine Aufgabe darin, Klima- und Energiefakten ideologiefrei darzustellen, das tun die aber nicht, Kongresse auszurichten und Veröffentlichungen zur Klimaforschung zu verbreiten. Kommt halt darauf an, was für Veröffentlichungen man verbreitet. Entgegen seinem Namen ist EIKE kein wissenschaftliches Institut, sondern wird als Lobbyorganisation bezeichnet. Von Stimmen aus Wissenschaft und Presse wird der Verein als Zentrum der politisch aktiven und organisierten Klimaleugner-Szene in Deutschland beschrieben. Sein Ziel ist es, den systematischen Angriff auf die Befunde der Klimawissenschaft zu betreiben. Und ich tatsächlich kenne EIKE auch schon seit einer ganzen Weile. Ich bin ja, wie gesagt, seit 2011 in der Branche so an sich unterwegs. Und ich habe eine ganze Weile auch in Jena gewohnt. Jena, die Studenten- oder Studierendenstadt, die Akademikerstadt in Thüringen. Und EIKE sitzt in Jena. Ja, zwar jetzt nicht so ganz in der Innenstadt. Wir werden, glaube ich, auch nachher in der Reportage noch sehen. Die Kollegen fahren nämlich dorthin und besuchen EIKE mal. Und das wird sehr, 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 sehr lustig, soweit ich mich erinnere. Ich habe den Beitrag damals zur Veröffentlichung gesehen, habe mich damals gut unterhalten gefühlt. Und ich glaube, ich will euch das auch gleich nochmal mitgeben, weil wenn man über die letzten Jahre schon mal von EIKE gehört hat und was für Lügen die eben tatsächlich verbreiten darüber, dass es keinen menschengemachten Klimawandel gäbe, was aber nun 99% aller Wissenschaftler nicht so sehen, dann ist das zum einen also kurios, dass die sich als wissenschaftliches Institut selbst bezeichnen und gleichzeitig ist es halt krass, wenn man bedenkt, wie viel Einfluss EIKE tatsächlich trotzdem über die, sagen wir mal, reaktionär-konservativen politischen Kräfte in Deutschland schon ausüben konnte, weil die auch teilweise im Bundestag in Ausschüssen sprechen konnten und dort eben ihre Lügen verbreiten konnten, weil die schlussendlich eine Lobbyorganisation sind. Die werden gut bezahlt von verschiedenen Geldgebern, dazu kommen wir dann sicherlich auch nachher nochmal, und können halt ihren Unsinn verbreiten. Aber lass uns mal loslegen mit diesem Reaction-Video. Ich versuche mich hier an der Seite so ein bisschen zu halten und werde, wie beim letzten Mal, regelmäßig mal drauf reagieren, was hier vorkommt. Los geht's. Wie gesagt, diesen Beitrag verlinken wir dann auch unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch dann auch komplett auf YouTube anschauen. Sollten Sie unser Gelände dennoch betreten, rufe ich die Polizei. Wir sind da. Ja, wir sind da. Das ist das Europäische Institut für Klima und Energie sagt, der menschengemachte Klimawandel sei ein Schwindel. Und damit widersprechen sie dem breiten Konsens in der Wissenschaft. Trotzdem sitzen Vertreter dieses Instituts auf Einladung der AfD in Bundestagsausschüssen. Die Unzulänglichkeit von CO2-Vermeidung sieht man schon daran, dass allein das CO2 aus der Ausatmung von 80 Millionen Deutschen etwa die Hälfte des CO2 aus dem deutschen Güterstraßenverkehr ausmacht. Und meine Frage, die ich stelle: Wie kann das sein? Was ist das für ein Institut, das sowas behauptet? Ich meine, Europäisches Institut für Klima und Energie, das klingt ja erstmal wichtig und seriös. Ja, und das ist so ein wichtiger Punkt, ne? Also die haben sich benannt als Institut, was sich eben rund um Klima und Energie dort betätigt, auch europaweit. Das klingt alles super toll, aber jetzt muss man eine Sache dabei bedenken. Der Begriff Institut ist weitestgehend nicht geschützt, ne? Also ich könnte das Carsten Eckert Institut für alternatives Realitätsmanagement gründen und dann eben behaupten, dass der Mond aus Käse besteht. So. Und auch wenn der wissenschaftliche Konsens, also praktisch alle Menschen sagen, na nee, der Mond besteht nicht aus Käse, könnte ich das trotzdem behaupten, eine Webseite aufbauen, die kriege ich hundertprozentig auch schicker hin und seriöser hin als EIKE, wie wir es hier schon sehen können. Ja, auch dann auf YouTube das Ganze so veröffentlichen, hey, Mond besteht aus Käse. Und ich glaube, wenn ich dann auch behaupten würde, hey,
Ich habe hier auch Quellen, die das so belegen, und die habe ich mir auch noch aus irgendwelchen Verschwörerszene-Seiten gezogen, dann würde ich auch Leute überzeugen können. Ganz klar, keine Frage. Bei Eike ist es am Ende relativ das Gleiche. Die behaupten Lügen darüber, dass es eben den Klimawandel als solchen nicht gäbe oder den menschengemachten Klimawandel nicht gäbe. Und vor allem eben auch, dass Treibhausgasemissionen überhaupt nicht die Wirkung haben, die sie offensichtlich aber haben. Ne? Also, mittlerweile merken wir ja auch die Auswirkungen des menschengemachten und menschenbeschleunigten Klimawandels, weil nun immer mehr Lebewesen in Bedrängnis kommen, weil nun der Meeresspiegel immer weiter steigt und das Ganze eben deutlich überproportional zu dem, was man ansonsten erwarten würde, wenn man nach den, sagen wir mal, natürlichen Entwicklungen gehen würde. Also schauen wir uns mal weiter an, was Eike dann noch so alles Schönes behauptet und was dahinter steckt. Ist richtig spannend. Ein Blick auf die Website zeigt schon, die sieht schon nicht sonderlich seriös und modern aus. Ah, jetzt habe ich es gerade verpasst, aber da stand an der Ecke, nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit. Und solche Sprüche hört man ja auch aktuell in anderen Gruppierungen, die teilweise mit sehr, sehr kruden Behauptungen nach draußen gehen. Naja. Das Logo hier oben vermittelt vielleicht noch ein bisschen EU-Nähe, aber wenn man auf die Über-uns-Seite geht, da steht ziemlich offen, dass es ein Verein von Leugnern des menschengemachten Klimawandels ist. Die schreiben hier nämlich selber, dass sie die Behauptung des menschengemachten Klimawandels als naturwissenschaftlich nicht begründbar und daher als Schwindel gegenüber der Bevölkerung ansehen. Das ist natürlich auch super spannend, weil gerade die Naturwissenschaftler begründen, dass es den menschengemachten und menschenbeschleunigten Klimawandel gibt. Nur weil jetzt ein paar Leute sagen, ach nö, sehen wir nicht so, und dafür werden wir auch noch bezahlt. Wir werden dafür bezahlt, zu sagen, dass wir das nicht so sehen. Naja, wir werden später auch bemerken, das sind verschiedene Altakademiker dabei. Alle haben so in etwa den gleichen Schlag und sind dann eben auch, naja, in so einer bestimmten Ecke anzusiedeln, das kann man schon so sagen, und werden auch noch offensichtlich dafür bezahlt. Wir kommen auch, meine ich, nachher noch ein bisschen zur Finanzierung von Eike. Wenn nicht, kann man das auch dann nochmal im Weiteren auseinandernehmen. Das ist halt eine Lobbyorganisation, und zwar wirklich im schlechtesten Sinne, aber gleich dann nochmal dazu mehr. Manche von denen sind sogar Professoren. Muss man die also in irgendeiner Form ernst nehmen? Und warum dürfen die sich überhaupt Institut nennen? Wie kann es denn sein, dass Leugner des menschengemachten Klimawandels unter dem Deckmantel Institut die öffentliche Debatte in die Irre führen? Ich habe Eike eine Interviewanfrage geschickt und ich will auf jeden Fall auch noch nach Jena fahren und mir dieses Institut aus der Nähe ansehen. Vorher will ich aber erstmal checken, ob sich wirklich einfach jeder Institut nennen darf. Ich vermute es auch schon mal, ich habe es wie gesagt seit einer Weile ja auch nicht geschaut, ich vermute es auch schon mal, dass die nicht darauf eingegangen sind, ein echtes Gespräch zu führen, weil Eike auch zu denen gehört, die eben sagen, dass die öffentlich-rechtliche oder auch die ansonsten privaten, bekannten Presseorgane halt alle immer nur Lügen würden und wie auch immer gesteuert sind. Aber auch da muss man immer so, wenn man jetzt als privater Mensch so davor steht und da kommt so die Behauptung, ah, das ist ja alles so systemgesteuert und es gibt irgendwie eine Weltverschwörung, da muss man sich immer nur die Frage stellen, naja, hat man jemals in seinem eigenen Leben mitbekommen oder erlebt, dass irgendein Geheimnis in einer Gruppe von mehr als 5 Leuten dauerhaft ein Geheimnis geblieben ist? Nee, natürlich nicht, weil irgendjemand redet dann immer mit irgendjemandem und dann geht halt schnell der Tratsch weiter und dann fliegt das Ganze auf. So eine Weltverschwörung mit Steuerung von irgendwelchen, meinetwegen öffentlich-rechtlichen Presseorganen, ja nee, das gibt es in der Form natürlich nicht, sondern es gibt Konsenserkenntnisse, unter anderem, dass es einen menschengemachten und deutlich beschleunigten Klimawandel gibt. Und natürlich muss man dann auch genau darüber sprechen und das auch berichten und das Ganze auch einordnen. Das ist das, was Presse macht. Und das ist eben auch in den anderen Themenbereichen genau das Gleiche. Wir haben einen gesellschaftlichen Konsens, der nun mal auch auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Und darüber muss man dann sprechen. Und nur weil andere Leute behaupten, dass der Mond aus Käse besteht, bedeutet das nicht, dass man diese Meinung gleichgestellt mit veröffentlichen müsste. Natürlich nicht. Man kann gerne mal erwähnen, dass Leute dieser Meinung sind, aber kann genauso gut dann sofort mit einordnen, naja, aber dafür sprechen sich nur 0,% aller Wissenschaftler aus. Und dann muss man mal kurz schauen, was für Wissenschaftler sind das auch noch? Haben die überhaupt was damit zu tun, mit diesen Fachthemen? Und dann hört es auch schon wieder ganz schnell auf. Aber lass uns mal weitermachen mit dem Video. Ich habe jetzt herausgefunden, Institut ist erstmal kein geschützter Begriff. Es gibt aber Gerichtsurteile, die sagen, man darf den Begriff nicht irreführend verwenden. Und irreführend wäre es dann, wenn Menschen durch den Namen denken könnten, ein einfacher Verein wäre ein richtiges wissenschaftliches Institut.
Okay, dann werde ich vielleicht doch nicht das Carsten-Eckert-Institut für alternatives Realitätsmanagement gründen, aber auf jeden Fall kriegt man schon mal mit, man kann sich erstmal so nennen und wenn man das Ganze dann auch noch klug anstellt mit verschiedenen formellen Voraussetzungen, wird man damit wahrscheinlich durchkommen. EIKE ist ja ein Verein, ja, so ein Verein muss sich ja auch erstmal eine Satzung geben, da kann man dann Dinge reinschreiben, die suggerieren, dass man wissenschaftlich arbeitet oder das Ganze unterstützt und dann ist man halt ein Institut. So wird das vermutlich funktioniert haben. Hat dann trotzdem noch lange nicht die Bedeutung, dass man ein Institut ist, ne? Dass man in irgendeiner Form akademisch arbeitet, dass man in irgendeiner Form an der Hochschule mit dran gedockt ist und Forschung betreibt, als so An-Institute, das sind so Ausgründungen zum Beispiel. Sowas ist es ja offensichtlich nicht. Ich meine ja auch, dass wir nachher sehen, wo die sind, weil der ja hinfährt. Und wir bemerken dann auch, dass EIKE in der Akademikerstadt Jena eben auch nicht in irgendeiner Form im akademischen Konsens positioniert ist, sondern irgendwo draußen in so einem Gewerbegebiet sitzen. Aber dazu dann gleich natürlich mehr. Mit Einschätzung, das könnte man bei Europäisches Institut für Klima und Energie durchaus denken. EIKE, so kürzlich der Verein ab, ist beim Amtsgericht in Jena eingetragen. Und ich frage mich, hätten die bei der Eintragung nicht den Namen prüfen und als irreführend ablehnen müssen? Das habe ich sie gerade per Mail gefragt und bis die mir antworten, habe ich mich mit einem Wissenschaftler, einem richtigen Klimaforscher vom Wuppertal-Institut verabredet. Okay, also andererseits, ja, so ein Register, in dem Fall ja Vereinsregister, muss schon verschiedene Sachen prüfen. Die prüfen also auch zum Beispiel, okay, in der Satzung des Vereins stehen da Dinge drin, die dann mit der Gesamtbezeichnung und dem Zweck und allem so übereinstimmen. Weil es ja dann bei Vereinen auch immer die Frage gibt, ob man gemeinnützig ist und dann zum Beispiel Spenden, die gegeben werden, steuerrechtlich dann abgesetzt werden können. Ne? Was wir, glaube ich, auch nachher hier noch sehen werden. Und andererseits, also kenne ich das ja auch daher, ich bin selbst ja beim Amtsgericht Jena mit meiner GmbH im Handelsregister angemeldet. Die prüfen also tatsächlich so verschiedene Rahmenbedingungen, Bezeichnungen, Zweck des Unternehmens und so weiter, in dem Fall eben des Vereins, und checken dann auch durchaus mal, ob das so sinnvoll ist. Aber wir werden bestimmt noch herausfinden, warum das bei EIKE durchgegangen ist. Ich will nur gerade noch sagen, das Wuppertal-Institut wiederum ist tatsächlich ein tatsächlich wissenschaftliches Institut, was, meine ich, auch an die Universität dort mit angedockt ist oder dort herausgegründet wurde. Ja, das sind also tatsächlich auch sehr bekannte Klimawissenschaftler unterwegs, die also auch viele relevante Studien in den letzten Jahren schon immer wieder veröffentlicht haben. Die kennt man auf jeden Fall im positiven Sinne. Friedrich, und der soll mir mal sagen, was die von EIKE halten. Hallo. Wie gesagt, das Video ist auch schon eine Weile alt, deswegen haben sie sich auch gerade die Hand gegeben, das war vor Corona. Ich habe das jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber auch den Kollegen kennt man, wenn man sich mit Klimaforschung schon mal beschäftigt hat, mit Energiewendeforschung, mit Studien, die in dem Kontext veröffentlicht werden. Wir haben ja auch immer ab und zu mal sowas hier mit auf dem Kanal veröffentlicht und besprochen und mal vorgestellt. Und das Wuppertal-Institut ist also, wie gesagt, schon eine der renommiertesten Institutionen, was solche Veröffentlichungen angeht. Also von daher wird das bestimmt recht spannend sein, welche Einschätzung er jetzt hier zur EIKE geben wird. Das hier ist das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Das klingt fast so gut wie Europäisches Institut für Klima und Energie. Vom Namen her ist das alles sehr nah beieinander. Sagen Sie mal, was macht das Wuppertal-Institut? Ein Institut ist natürlich ein vielschichtiger Begriff und wir sind ein wissenschaftliches Institut, also wir machen eigene Forschung zu Klimathemen, zu Umweltthemen, zu Energie- und Mobilitätsthemen, das heißt, wir sind wirklich Forscher. Ist Ihnen das Europäische Institut für Klima und Energie denn bekannt? Das ist mir bekannt, mir ist auch bekannt, dass es sich Institut nennt, aber eigentlich ist es ein Verein mit dem wesentlichen Vereinszweck, den Klimawandel, zumindest menschengemachten Klimawandel, in Zweifel zu ziehen und damit gegen 99,5% aller Klimawissenschaftler zu votieren, als Verein, eben nicht als wissenschaftliches Institut. Ich glaube, es sind ja nicht mal nur 99,5%, sondern wahrscheinlich irgendwas mit 99,9995% aller Wissenschaftler, die den menschengemachten Klimawandel erkannt haben und nachgewiesen haben und im Weiteren auch untersuchen. Von daher, EIKE steht da wirklich sehr, sehr alleine auf weiter Flur. Wie geachtet sind sozusagen diese Wissenschaftler von EIKE im Fachbetrieb? Sie veröffentlichen nicht in dem Bereich und machen auch keine eigene Forschung. Sie setzen sich nicht kritisch auseinander mit den Themen des Klimaschutzes.
Und das ist auch so eine wichtige Sache, wenn man jetzt als Privatperson so davor steht und dann gibt es halt EIKE und dann gibt es meinetwegen das Wuppertal-Institut und dann muss man jetzt irgendwie herausfinden, ja, wem vertraut man denn jetzt, ne? Weil klar, es gibt den gesellschaftlichen Konsens, dass das Wuppertal-Institut über die Wahrheit spricht und EIKE über Lügen, aber jetzt, wenn man wirklich so vor der Frage steht, ja, wie finde ich das denn selbst jetzt heraus? Es gibt ja bei Wissenschaftlern Webseiten, auch öffentliche Webseiten, bei denen über die Veröffentlichungen von denen gesprochen wird. Es gibt da auch so praktisch Nachschlagewerke, so Online-Bibliotheken, wo man einfach mal den Namen zum Beispiel eingeben kann und dann herausfindet, ja, was veröffentlichen die eigentlich? Und er hat es ja gerade gesagt, die Wissenschaftler von EIKE, die veröffentlichen gar nichts zu Klimaforschung und so weiter. Die sind bezahlte Lobbyisten. Die bekommen einfach nur Geld dafür, zu behaupten, dass sie Wissenschaftler sind im Kontext der Klimaforschung und eben dann sagen, da gibt es ja alles gar nicht. Während eben, wenn man dann den Herrn Fischedick zum Beispiel eingibt oder verschiedenste andere bekannte Wissenschaftler und auch Kommunikatoren in dem Kontext, dann sieht man eben, die beschäftigen sich auch aktiv damit und forschen aktiv an diesen Themen. Und das ist ein riesiger Unterschied, wenn man genauso gut an ich eben behaupten würde, ja, der Mond besteht nicht aus Käse, der Mond besteht aus Käse, dann ist das schön und gut. Aber wenn man meinen Namen dann irgendwo eingibt, bemerkt man, ja, ich habe gar nicht dazu geforscht, ich habe gar nicht dazu veröffentlicht, ich war auch selbst noch nicht auf dem Mond. Dann sollte man vermutlich denen glauben, die einerseits schon mal drauf waren oder die aktiv dran forschen, weil zum Beispiel Mondsgestein zurückgeholt wurde und dann wurde das eben angeschaut. Und dann weiß man, nö, ist nicht aus Käse. So, und diese Erkenntnisse gibt es dann eben, die sind dann veröffentlicht. Und das ist genau das Gleiche, wenn es eben hier zum Beispiel um Klimawandel geht. Es gibt Hunderttausende Forscher, die sich damit auseinandersetzen, die das Ganze dann eben auch veröffentlichen. Das ist ja das. Die veröffentlichen das auch. Das ist ja transparent. Jeder kann diese Dinger googeln, diese Studien und Co. Liest halt niemand. Ne? Aber trotzdem, das ist ja alles öffentlich. Das ist ja da. Die beschäftigen sich damit nachweislich. Und die sind transparent, die sind ansprechbar. Das ist erstmal ein guter Eindruck. Und das ist dann auch noch eine offensichtlich ernst gemeinte Auseinandersetzung mit dem Thema. Und zum anderen gibt es dann einen Verein, der sich Institut nennt, aber eigentlich eine Lobbyorganisation ist, ganz viel Geld dafür bekommt, Lügen zu verbreiten. Ja, warum sollte ich denen dann glauben? Nur weil die was Einfacheres veröffentlichen, nämlich, oh nee, das gibt's gar nicht. Es gibt gar keinen Klimawandel. Ihr seid alle voll in Ordnung, macht nur weiter so mit eurem Leben. Naja, das ist die einfachere Erkenntnis für mich, aber es ist halt auf Lügen basierend. Da muss ich mich natürlich mal damit auseinandersetzen, was kann ich denn tun, um Nachhaltigkeit zu unterstützen. Ne? Dazu aber bestimmt gleich auch noch mal mehr. Klimawandels, und insofern sind Sie in der Fachwelt nicht anerkannt. Halten Sie das für ein Problem, dass das so einfach ist, sich als Verein Institut zu nennen? Das ist schon ein Problem, was natürlich tatsächlich seriös klingt und erstmal die Erkenntnisse oder die Botschaften, dass an solchen Institut kommen, in Anführungsstrichen, natürlich auch so wahrgenommen werden, als wäre es ein klassisches wissenschaftliches Institut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Eindruck davon bekommen, was so ein Institut ausmacht. Und die Einschätzung, wie wissenschaftlich EIKE ist, haben wir jetzt auch. Ich würde sagen, jetzt zurück zum Büro. Meine Mails checken. Ich würde jetzt gucken, ob das Amtsgericht jetzt schon geantwortet hat. Ja, auf Ihre Anfrage bezüglich des Vereins Europäisches Institut für Klima und Energie teile ich Ihnen mit, dass der Verein 2008 in das Vereinsregister eingetragen wurde. Die Namensgebung des Vereins wurde damals durch das Registergericht geprüft. Grundsätzlich können sich Vereine als Institute bezeichnen. Der Gegenstand der Satzung ließ damals zum damaligen Zeitpunkt keinen Zweifel zur Führung des Vereinsnamens zu. Genau, das hatte ich ja vorhin mal kurz erklärt. Ein Verein gibt sich eine Satzung, die dann beschreibt, was der Verein macht, auf dessen Grundlage dann eben auch eine Gemeinnützigkeit zum Beispiel anerkannt werden kann, die dann, wie gesagt, steuerrechtlich sehr interessant ist für diejenigen, die Spenden geben wollen, weil man das Ganze dann absetzen kann in der Einkommensteuererklärung. Und ja, dann hat das EIKE wahrscheinlich sehr klug angestellt und da am Anfang auch in die Satzung Dinge reingeschrieben, die erstmal so für sich gut klingen und das Ganze so aussehen lassen, als würde man hier in irgendeiner Form wissenschaftlich als Institut unterwegs sein, was ja auch dann in der, wie gesagt, Studierendenstadt Jena, 100.000 Einwohner ungefähr, ein bisschen mehr. Und ich meine, ungefähr ein Drittel aller Einwohner sind in dem Kontext der Universität, der Fachhochschule und der Institute drumherum tätig. Von daher ist da natürlich immer von vornherein auch so ein gewisser wissenschaftlicher, eine Umgebung zumindest da, die das Ganze auch so mal gut aussehen lässt. Und andeutet, ja, da wird man sich wahrscheinlich wissenschaftlich auseinandersetzen. Aber wir werden ja noch mal sehen, die sind, wie gesagt, weit außerhalb der eigentlichen Stadt und sitzen da in einer komischen Ecke. Und daher ist da offensichtlich gar nicht so viel Verbindung zum eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit vorhanden. Okay.
Das heißt, irgendwas muss in der Satzung stehen, was sozusagen zulässig macht, dass sich das ganze Ding Institut nennt. Das heißt, ich würde sagen, wir fahren mal ins Büro und gucken, ob wir irgendwie in die Satzung rankommen, oder? So, ich habe mir jetzt einen Auszug aus dem Vereinsregister gezogen. Leider war da die Satzung nicht mit dabei und auch das Amtsgericht in Jena möchte mir die Satzung nicht zuschicken, obwohl sie ja damit argumentiert, die sagen, ich könnte ja vor Ort vorbeikommen und dann die dort vor Ort einsehen. Wir fahren auf jeden Fall noch nach Jena, aber vorher will ich mal versuchen, ob ich nicht trotzdem irgendwie anders an die Satzung ankomme. Müsste er eigentlich auch, weil ich meine, dass auch so eine Satzung von einem Verein öffentlich sein müsste. Na gut, im guten Sinne macht man das natürlich als Verein, ne? Dass man seine Satzung veröffentlicht, damit sich jeder damit auseinandersetzen kann, auch ein neues Mitglied damit sich auseinandersetzen kann. Wenn man aber eigentlich eine Lobbyorganisation ist, dann will man das vielleicht gar nicht so sehr nach draußen tragen. Ja, das kann natürlich der Hintergrund sein, warum er das dann vielleicht nicht findet. Mal schauen. Auf der Seite von Eike findet man die Satzung nicht, jedenfalls nicht, wenn man auf die aktuelle Seite guckt. Ich okay. habe aber mal mit der Wayback Machine vom Internet Archive, das ist ein Programm, mit dem kann man archivierte, alte Versionen von Webseiten angucken, die Seite durchstöbert und siehe da, 2010 war eine Satzung online und die können wir uns auch noch angucken. So, und auf der Website steht jetzt in der Satzung, der Zweck des Vereins sei es die Förderung der Wissenschaft und Forschung, die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins, die Förderung allgemeiner umwelt- und energiepolitischer Belange, die Pflege der internationalen Studentenbeziehungen und der Völkerverständigung. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht so richtig, warum dem Amtsgericht das gereicht hat. Das sind ja alles ziemlich allgemeine Formulierungen, die nicht so richtig klar machen, warum es sich dabei um richtiges wissenschaftliches Institut handeln sollte. Aber auf dieser Grundlage wurde der Name damals genehmigt. Es gibt aber ein Problem. Diese Satzung ist von 2007 und aus dem Handelsregisterauszug weiß ich, dass es seit 2012 eine Neufassung der Satzung gibt und es kann ja sein, dass diese Fassung den Namen zumindest heute rechtfertigt. Um die einzusehen, muss ich aber tatsächlich nach Jena fahren. Eike hat uns übrigens schon auf unsere Interviewanfrage geantwortet. Ich lese das mal vor, das ist nämlich ganz hübsch. Herr Bode, ohne sehr, sehr geehrter oder sowas, da Sie für den WDR arbeiten, in Klammern arbeiten, werden wir uns an Ihrem Projekt nicht beteiligen und ich werde Ihnen kein Interview geben. Sollten Sie unser Gelände dennoch betreten, rufe ich die Polizei. Europäisches Institut für Klima und Energie, ohne e.V., Dr. Holger Thus, Präsident. Und dann steht da so eine Adresse der Geschäftsstelle in Jena, die kannte ich auch schon aus dem Impressum und da fahren wir auf jeden Fall auch mal vorbei, wenn wir in Jena sind. Und da Eike ja scheinbar nicht mit uns sprechen will, habe ich mich in Jena auch noch mit einem Kollegen verabredet, dem Paul Gäbler. Der schreibt schon länger über die und der wurde dafür sogar schon angegangen. Ist auch natürlich ganz, ganz typisch, dass man jetzt hier so sich hinstellt und sagt, ach nee, wir reden mit Ihnen nicht, weil Sie für die Öffentlich-Rechtlichen arbeiten, Staatsorganen und so weiter. Alles solche Dummheiten wie Lügenpresse dann zu behaupten und dann auch, naja, wenn Sie hier vorbeikommen, rufen wir die Polizei oder es gibt auch gleich noch Schläge. Ja, das ist so ganz typisch auch dafür, wenn man selbst keine Argumente vorbringen kann und deswegen eben sagt, ah nee, mit der Presse reden wir nicht, bla bla bla. Ja, nee, wenn man wirklich was Ernsthaftes ändern will, ne, aus der Position von Eike heraus ja beweisen will, nö, Klimawandel gibt's ja gar nicht, dann sollte man auch darüber sprechen können und das Ganze auch beweisen können, aber offensichtlich steckt da nichts dahinter. So, das ist es, das Amtsgericht. Hier drin liegt irgendwo die Neufassung der Satzung von Eike und die will ich mir jetzt einsehen und weil ich ja leider vom Amtsgericht keine Kopie kriege, habe ich mir jetzt die alte Satzung ausgedruckt und Notizen darf ich mir machen. Jetzt vergleiche ich die einfach und übertrage das. Ihr müsst so lange leider draußen warten, denn Kameras sind da drin nicht erlaubt. So, wir waren erfolgreich. Also, ich habe jetzt die Neufassung der Satzung gesehen. Tatsächlich, so wahnsinnig viel hat sich gar nicht geändert. Also, die haben jetzt noch mit eingetragen, dass sie ein gemeinnütziger Verein sind. Kann man drüber streiten, aber das ist ein anderes Thema. Gemeinnütziger Verein ist natürlich ein wichtiger Punkt, was habe ich vorhin mal erwähnt, was die Finanzierung angeht. Bei einem gemeinnützigen Verein können Spenden
ja dann von der Steuer abgesetzt werden. Also der Spender kann das dann von seiner Steuer absetzen, bei seiner Einkommensteuererklärung. Das heißt, hier kommt genau das, was man bei einer Lobbyorganisation erwarten würde, zustande. Da gibt es dann im Zweifel Leute, die kein Interesse an Klimaschutz und Klimaschutzforschung haben. Die geben dann ihr Geld, was sie aus irgendwelchen dubiosen wirtschaftlichen Verhältnissen wahrscheinlich bekommen, was vermutlich dann mit Umweltverschmutzung und Klimaschädlichkeit zu tun hat. Das Geld spenden die dann an EIKEL, kriegen eine Spendenbescheinigung eines gemeinnützigen Vereins und können das dann in ihrer eigenen Steuererklärung auch noch geltend machen und müssen dann weniger Steuern an den Staat zahlen. Ja, super. Das ist doch mal ein fantastisches Finanzierungsmodell, um Nachhaltigkeit zu verhindern, ja? um unser aller Leben und vor allem das Leben unserer Kinder und Kindeskinder schlechter zu machen. Wunderbar. Solche Leute mag ich besonders. Ja? Ist Ironie, muss man vielleicht manchmal dazu sagen. Aber so funktioniert das eben tatsächlich. Ne? Als gemeinnütziger Verein kann dann die Spendenfinanzierung bei den Spendern wiederum auch steuerrechtlich wahrgenommen werden. Und dann weiß man auch, woher dann das Geld vermutlich kommt, mit dem EIKE ihre dubiosen Tätigkeiten finanzieren können. Was sie gemacht haben, ist, dass sie zwei Punkte rausgeschmissen haben, nämlich die Förderung allgemeiner Umwelt- und energiepolitischer Belange steht nicht mehr drin und die Pflege der internationalen Studentenbeziehung und der Völkerverständigung. Das haben sie auch rausgeschmissen bei dem Zweck. Und die anderen beiden Punkte haben sie ein bisschen konkretisiert. Da steht jetzt Förderung von Wissenschaft und Forschung zu den Themen Klima und Energie und die Förderung der politischen Bildung. Also immer noch die gleichen Allgemeinplätze, bei denen man sich immer noch fragen kann, rechtfertigt das wirklich den Namen Institut? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ich würde natürlich total gerne mit dem Amtsgericht darüber reden, warum sie mit dieser Satzung den Namen Institut zugelassen haben. Das Problem ist, ich habe das schon im Vorhinein angefragt. Ich hätte jetzt auch gerne, ich meine, wir sind in Jena, gerne mit denen gesprochen und die haben aber gesagt, es gibt von ihrer Seite keinen Gesprächsbedarf. Also die, kann man sagen, mauern da ein bisschen und das ist schade, aber das ist so, kann man jetzt nichts machen. Ja, wir treffen uns als nächstes mit Paul, den holen wir jetzt beim Bahnhof ab. Na, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ins schöne. Der sieht jetzt mal gerade ein bisschen verstrahlt aus, aber wahrscheinlich hat er nur zu wenig geschlafen. Ich glaube, der hat damals zumindest für den Tagesspiegel gearbeitet, die ja aus Berlin sind und dort auch tatsächlich sehr, sehr gute Berichterstattung über Klimapolitik, Energiepolitik und so weiter machen. Ich glaube, es gibt den Tagesspiegel Background zu Energie. Das ist aber ein zahlungspflichtiges Abo und da kriegt man aber so Newsletter-mäßig jeden Morgen ein dickes Paket an Informationen zu Energiewirtschaft und Klimapolitik und so weiter zugeschickt. Also der Tagesspiegel ist auf jeden Fall eine der Veröffentlichungen, die sich sehr, sehr umfassend damit beschäftigen, was rund um Energie, Umwelt, Klima und so weiter passiert. Tina ist gekommen. Wollen wir erstmal was essen? Dankeschön. Servettchen mit. Ich war jetzt gerade beim Amtsgericht. Wir wissen quasi, ja, der Name ist halt so, man kann da irgendwie nichts dran ändern. Wir wissen auch, aus wissenschaftlicher Sicht sind die nicht ernst zu nehmen. Das hat uns das Wuppertal-Institut gesagt. Die Frage ist ja trotzdem, wie weit kommen die damit? Also können die mit diesem Namen und mit dem, was sie tun, mit ihrer Lobbyarbeit, irgendwie den öffentlichen Diskurs mitbestimmen? So, was ist da so deine Einschätzung? Also Einfluss nehmen tun sie auf jeden Fall. Vor allem dadurch, dass sie ja sehr nah mit der AfD auch zusammenarbeiten, auch viele der Mitglieder auch selber bei der AfD sind. Und es gab auch letztes Jahr dann den Fall, dass sie eingeladen worden sind und dann sitzt auf einmal EIKE im Bundestag und ist plötzlich in der Situation zu sagen zu können, was ist Klimawandel, was ist kein Klimawandel. Was? Ja, das ist natürlich dann genau das Problem. Also jetzt ist es natürlich die AfD in der Vergangenheit. Wie gesagt, die gibt es ja seit 2008, war das auch der reaktionär-konservative Flügel der CDU, der mit EIKE einiges gemacht hat. Es gibt auch Bilder online, wo unser heutiger Wirtschafts- und Energieminister Altmaier mit Leuten von EIKE herumgehangen hat. Vielleicht hat er sich auch nur auf einem Stammtisch mal Dinge von denen angehört und vielleicht war es einfach nur ein geschickt gesetztes Foto durch EIKE selbst. Aber auf jeden Fall gibt es diese Bilder und auch genügend andere Beispiele. Und dann fragt man sich plötzlich nicht mehr so sehr, wie es denn dazu kommen kann, dass wir so eine fragwürdige Klimaschutzpolitik und auch Energiepolitik in Deutschland haben, wo ja nun sowohl das EEG 2021 nicht unbedingt die Welt rettet und das Klimaschutzgesetz ja sogar vom Bundesverfassungsgericht in Frage gestellt wird und ein Stück weit neu gefasst werden muss. Also dann, wenn man da so tiefer reinsteigt, kriegt man irgendwann ein Gefühl dafür, dass solche Lobbyarbeit anscheinend auch sehr erfolgreich war in der Vergangenheit und Nachhaltigkeit sehr, sehr zurückgedrängt hat.
Aber jetzt sind wir hoffentlich an einem Moment angekommen im Jahr 2021, wo wir nun endlich die Schritte gehen, die wir machen müssen, um unsere Welt zu retten, vor allem auch für unsere Kinder und Kindeskinder. Das ist immer so das Entscheidende. Denn wir können zwar gerne mal versuchen, hier faul zu sein und nichts zu lösen, aber dann werden auf jeden Fall die nach uns kommen, drunter leiden müssen. Und das gehört sich nicht. Ne? Da gehört auch ein bisschen Anstand dazu, die Welt nicht zu zerstören, in der wir leben und die wir auch unseren Nachkommen hinterlassen. Naja. Hast du denn noch für Strategien beobachtet, die sie anwenden, um überzeugender zu sein? Ich glaube vor allem Zweifel. Also die Hauptstrategie von Eike ist den Zweifel säen. Es ist ja nicht so, dass die klimawissenschaftlich komplett einig ist in den Streitfragen. Ist natürlich dann für Eike perfekt, um zum Beispiel sich eine Streitfrage in der Klimawissenschaft zu nehmen. Bis wann werden wir eine bestimmte Konzentration erreichen? Bis wann wird die Temperatur bis zum bestimmten Punkt steigen? Und auf diese Streitfrage stürzt sich Eike und sagt, seht ihr, die sind sich nicht einig, alles Blödsinn. Was sozusagen für den Außenstehenden irgendwie immer besser aussieht als jemand, der sagt, wir sind uns nicht sicher, auch wenn das eigentlich die wissenschaftliche Perspektive ist. Zweifel sehen und alles kaputt machen ist sehr viel einfacher, als lange, ausführlich ein komplexes Thema zu erklären. Du hast ja, als du über die geschrieben hast, das war auch nicht sozusagen ohne Folgen für dich. Ne? Kannst du uns mal zeigen, was dann passiert Klar. ist? Ja, auf meinen ersten Artikel diese Reaktion von Journalisten. Die haben quasi einen Artikel über dich, das Klimaschwein Paul Gäbler, im Tagesspiegel gemacht und als Symbolbild einen abgeschnittenen Schweinekopf. Journalistenwatch ist übrigens auch so eine Seite, die in einem sehr, sehr eindeutigen Kontext veröffentlicht wurde, auch von den Leuten, die immer so behaupten, es ist immer die große Lügenpresse. Sehr, sehr fragwürdig, sehr viel Hass, der dort gesät wird, ohne dass es irgendeinen echten Zweck verfolgen würde, außer Hass im Netz hinzupacken. Von daher, naja, kann man auf sowas dann auch sehr gut verzichten. Aber ja, dann sieht man auch, mit welchen Mitteln natürlich hier dann gekämpft wird, um die eigenen fehlenden Argumente dann irgendwie wettzumachen. Naja. So, da muss man jetzt aber dazu sagen, die Seite ist nicht von Eike, aber das zeigt ja so ein bisschen, wer sozusagen die Fürsprecher für diese. Du warst auch noch nie in Jena, ne? Du warst quasi auch noch nie beim Europäischen Institut. Das machen wir nämlich als nächstes. Wir suchen uns mal das Europäische Institut raus. Wir haben ja die Adresse aus dem Impressum und wir fahren jetzt einfach mal hin und gucken, ob wir das Institut finden oder nicht. Ich sehe, ich sag dir, jetzt kommen wir da gleich an, steht da so ein fettes Institut. Mhm. Mein Institut dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein. Man sieht es schon, es war in den Anfangsszenen schon mal drin, und man sieht jetzt ja schon, wer sich so ein bisschen in Jena auskennt, das ist jetzt offensichtlich nicht mehr in der Innenstadt. Ne? Die Universität, auch die verschiedenen Standorte davon, aber auch die ist direkt in der Innenstadt von Jena, genau in der Mitte. Und die Fachhochschule ist auch, es war so ein kleines bisschen weiter außerhalb der Innenstadt selbst, aber trotzdem immer noch im komplett urban bebauten Bereich, halt ein bisschen mehr in so einer Wohngegend. Und die ganzen anderen Institute, ja, die sind auch so in den immer noch urbanen Rändern. Und das hier ist schon so richtig außerhalb. Also, tja, warum muss wohl ein wissenschaftliches Institut in einer Wissenschaftlerstadt so weit draußen stehen? Naja, aus den vorgenannten Gründen. Wir sind da. Ja, wir sind da. Ja, da stand gerade Kartbahn und da ist ein Holzlager und ganz viele andere Geschichten. Also, tja, nicht besonders wissenschaftliches Umfeld. Steht da eine Adresse im Briefkasten? Steht da irgendwo? 104 steht hier. 104, okay, das heißt, wir sind 104. Noch nicht weit genug. Da kommt der Postmann denn. Wer weiß, wo die 104. Also der sagt jetzt da vorne und dann links um die Ecke. Ja, also da vorne und dann links um die Ecke, super verortet, auch sehr, sehr präsent, Eike. Naja. Wir werden gleich noch mehr dazu sehen. Ich meine, die gehen auch rein, wenn ich mich recht entsinne. Es wird nicht besser. Ja, mal gucken, ob wir da was finden. Hier stehen jetzt irgendwelche Firmennamen. Ja, hier, das März 2020 ungefähr war das. Ja, na gut, da war wahrscheinlich
war es noch ein bisschen vorher und da war dann vermutlich Corona noch nicht allzu sehr unterwegs. Naja. Aber hier überall Baulärm, hier direkt Bautätigkeiten. Mhm. Ja. Du musst einfach hochschneiden, ne? Ich schneide dir mal hinterher. Ja. Aha, dort also lange, wenn schon die Bauarbeiter zeigen müssen, wo es ist. Hallo, Dankeschön. Ja, Plot Twist, so ein bisschen. Wir waren gerade da in einem Bürogebäude drin und tatsächlich gibt es da auch Räumlichkeiten von Eike. Da saß auch der Präsident von Eike, Dr. Holger Thus, und der hat sogar richtig lange mit uns geredet und nicht die Polizei gerufen, wie eigentlich angekündigt. Vor der Kamera ein Interview geben wollte, aber trotzdem nicht. Also was ich aus dem Gespräch mitnehmen konnte, ist, dass sie sich tatsächlich als ein wissenschaftliches Institut sehen. Das Problem ist, dass deren Definition und meine Definition von Wissenschaftlichkeit auseinandergehen. Die sagen, jede Beschäftigung mit wissenschaftlichen Themen ist letztlich Wissenschaft. Ich würde sagen, eine ernsthafte Wissenschaft muss quasi der kritischen Betrachtung von Fachkollegen standhalten. Und das ist bei Eike einfach nicht gegeben. Das ist ja auch die Definition von Wissenschaft, ne? Also, dass man etwas veröffentlicht und das dann wiederum, das nennt man dann zum Beispiel Peer Review, wo dann also andere Wissenschaftler nochmal drüber lesen und das Ganze auch einschätzend bewerten und dann erst in dem Kontext zum Beispiel eine Veröffentlichung in diesen typischen Blättern zustande kommt, also wo dann irgendwelche Wissenschaftsmagazine dann hier einen Beitrag mit aufnehmen und veröffentlichen. Das passiert immer erst, nachdem auch nochmal eine Gegenprüfung, Gegenstellungnahmen zustande gekommen sind. Das ist also so auch der ganze Sinn von Wissenschaftlichkeit, das Ganze veröffentlichen und dann eben auch zur Diskussion stellen. Und das macht Eike nun gar nicht, weil sie eben eine Lobbyorganisation sind. Als ich ihn dann gefragt habe, warum sie sich dann trotzdem Institut nennen, hat er gesagt, naja, damals bei der Gründung hätten sie Größeres vorgehabt. Dazu ist es irgendwie nicht gekommen und bei dem Namen sind sie am Ende dann einfach geblieben. Ich habe ihn auch gefragt, was sie eigentlich motiviert, das zu tun, was sie tun. Und sie sagen, ihre Bemühungen richten sich ganz klar gegen die Klimapolitik, die sie als eine Einschränkung der persönlichen Freiheit sehen. Da würde ich aber sagen, das macht sie doch eigentlich eher zu einem Interessenverband und nicht zu einem wissenschaftlichen Institut. Ja, und vor allem auch die Behauptung, dass die Klimaschutzpolitik hier Freiheiten einschränken würde, ist natürlich völliger Blödsinn, weil nun gerade erst die Beschlussfassung vom Bundesverfassungsgericht bezüglich des vorigen Klimaschutzgesetzes ja nun gesagt hat, dass das Fehlen einer ganz klaren Klimaschutzpolitik für die nächsten Jahre die Rechte von unseren Kindern und Kindeskindern eingeschränkt hat. Ne? Dass also die fehlende Klimaschutzpolitik, die nicht weit genug gehende Klimaschutzpolitik, Menschenrechte, Bürgerrechte und so weiter, Persönlichkeitsrechte angreift und nicht genügend schützt. Und dementsprechend ist nun genau die Aussage von Eike ins Gegenteil verdreht und genau das Gegenteil ist wahr. Ne? Also das ist dann auch nochmal ein schöner Ansatz dafür, einschätzen zu können, wie sehr man die Veröffentlichung und die Sachen von Eike hier ernst nehmen kann. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet. Paul, ich danke dir für deine Mithilfe. Ja, immer. Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt mal da drüben. Und ein Pro-Tipp von mir, wenn ihr mit dem mobilen Datenvolumen ein bisschen knapp seid, ihr könnt euch alle Videos aus dem Funknetzwerk auch einfach runterladen im WLAN und dann mobil gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und das war's. Genau. Ja, also soweit zu diesem Beitrag rund um die Anti-Klima-Lobby, die jetzt sich Eike nennt, die sich da als Institut hinstellt, aber offensichtlich einfach nur ein Lobbyverein ist, der wahrscheinlich Spendengelder einnimmt und die dann als augenscheinlich gemeinnütziger Verein wiederum auch den Leuten steuerrechtlich schönrechnen kann. Und dann haben die Geldgeber die Chance, weniger Steuern zahlen zu müssen. Und gleichzeitig kann Eike mit dem Geld dann ihre Anti-Klima-Lobby-Arbeit machen und dann eben zum Beispiel auch mal im Bundestag ihren Unsinn verbreiten. Naja, ich glaube, der Eindruck ist ein relativ klarer, den man jetzt hier auch gewonnen hat. Ich kann das Ganze jetzt aus meinen etwa 10 Jahren in der Branche, in dem Bereich der Energiewirtschaft auch nur bestätigen. Eike hat keinerlei sinnvolle Veröffentlichungen. Eike hat keinerlei sinnvollen Beiträge über diese Themen Energie, Umwelt, Klima jemals auch nur veröffentlicht. Die reden ziemlich gekürten Unsinn. Und ich glaube, das ist auch eine ganz
klare Erkenntnis, die man aus zum Beispiel dieser Veröffentlichung ziehen kann. Im Zweifel setzt euch auch noch mal ein bisschen mit denen auseinander, geht mal auf die Webseite und fragt euch, ob das eine ernstzunehmende wissenschaftliche Stelle ist, die hier irgendwas zu sagen hat, oder ob es eben mehr darum geht, solche Behauptungen aufzustellen in der Qualität von der Mond besteht aus Käse. Naja, so ist es in etwa. Okay, ihr könnt also gerne euch diesen Originalbeitrag nochmal anschauen. Den verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Und natürlich, wenn ihr selbst irgendwelche Erfahrungen, Anekdoten und so weiter rund um Eike habt, gerne auch hier in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge noch habt an Videos, die wir dann auch nochmal auf die reacten sollen, gerne auch in die Kommentare schreiben. Ansonsten wie immer, liked das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos niemals verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.